A2.2. Begründen Sie, weshalb es unter den Dreiecken ABNCN kein Dreieck AB0C0 gibt, dessen Seite B0C0 eine Länge von 10 Längeneinheiten besitzt. Hier können wir jetzt zwei Möglichkeiten ansetzen. Einmal, man nimmt einfach die Strecke BNCN, setzt sie gleich 10 und guckt, was kommt daraus. Passt das Ergebnis oder passt es nicht? Oder zweite Möglichkeit, ich kann auch berechnen, wie lang diese Strecke BNCN maximal wird. Ja, am Wort maximal erkennt man vielleicht schon, geht über Maximum berechnen. Ich benutze jetzt erstmal die erste Variante hier. Ich sage, die Strecke BNCN setze ich jetzt einmal 10 Längeneinheiten und gucke, was rauskommt. Ja, die Länge von BN10 habe ich ja schon in der oberen Aufgabe, also in der Aufgabe zuvor, da ist ja fest vorgegeben. Hier steht sie nochmal. Also die brauche ich jetzt, ich schiebe es mal so weit hin, dass ich sage, BNCN ist einerseits die minus 0,6x² plus 3,3x plus 5. Und ich sage jetzt, die soll 10 Längeneinheiten lang werden. So, das blende ich mal aus. Was ich hier jetzt habe, ist eine quadratische Gleichung. Und die kann ich natürlich mit Hilfe der Mitternachtsformel auflösen. Zuerst gilt, so umformen, dass auf einer Seite 0 steht. Also hier mit minus 10 umformen. Dann kommt hier raus minus 0,6x² plus 3,3x und hier minus 5. Ja, 5 minus 10 sind minus 5, ist gleich 0. Nächster Schritt, Diskriminante berechnen. D ist gleich, halt D heißt die. Ich schreibe es nochmal allgemein, b² minus 4 mal a mal c. So, jetzt noch richtig zuordnen. Das hier ist unser a, das ist unser b, das ist unser c. Ja, die allgemeine Form heißt ja ax² plus bx plus c. Also muss ich jetzt einfach nur diese drei Zahlen hier entsprechend an der richtigen Stelle einsetzen. Ist also gleich 3,3² minus 4 mal, das bleibt ja, das steht immer die minus 4 dran, a sind minus 0,6 und c sind minus 5. So, das rechne ich jetzt aus, tippe ich den Taschenrechner ein und gucke, was rauskommt, nämlich ist gleich minus 1,11. Ja, auf zwei Dezimalen runden, nicht vergessen, aber hier kommt es eigentlich genau raus. So, und an der Stelle sind wir eigentlich schon fertig, weil wir wissen ja hoffentlich, wenn die Diskriminante negativ wird, kleiner 0, folgt daraus, es gibt keine Lösung. Ja, Diskriminante wird entweder negativ, ist gleich 0 oder größer als 0. Für negative Lösungen, wenn die Diskriminante negativ ist, gibt es keine Lösung, dann können wir sofort aufhören. Wenn die Diskriminante 0 wird, gibt es genau eine Lösung und wenn die Diskriminante positiv ist, gibt es zwei Lösungen. Aber hier haben wir es jetzt im Prinzip nachgezeigt. Die Strecke B0C0 kann nie 10 cm lang sein, weil sonst müsste hier eine Lösung rauskommen.